Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7. Ja, in der letzten Folge... Ich bin immer noch so durch. Achso, das ist die Courtney. Das wollte man eigentlich gar nicht. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen durch die Schleimhäute geschossen. Und ja, jetzt nachdem wir den guten Travis nun besiegt haben, bin ich jetzt nun, dass ich jetzt eben mal abgespeichert habe und ja, dass wir jetzt den Schlüssel zum Zerlegungsraum nehmen und versuchen, bei zweiter vorzukommen. Wir haben ein bisschen Munition, haben wir ja noch. 7. Ich könnte ja auch noch ein bisschen was dazu kommen, das weiß ich ja. Das haben wir gerade schon gesehen. Und ja, dann gucken wir mal. Ja. Also, ich habe ja in den Kommentaren gelesen, jetzt, der Sebastian hatte das ja geschrieben, dass ich, dass er die Jumpscares ja richtig geil findet. Dann würde ich euch mal fragen, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie findet ihr das, diese Jumpscares in diesem Spiel? Und auch, dass ich mich dann immer so passend erschrecke. Na, so, hier will keiner was spielen. Oh, Patronen. Nice. Schön und präzise, wie die geschossen haben. Was? Was war das denn? Pass auf. Wir brauchen ein bisschen Leben. Das brauchen wir. Sparen wir das aber noch. Genau wegen dem. Wegen Modder heute, die nicht wissen, was gut für sie ist. Ah, geh doch mal weg hier! Ja, es wird wie bei Outlast oder teilweise auch bei Amnesia vorkommen, dass ich, ja, dass wir wohl wegrennen müssen. Wir werden nichts anderes, uns wird nichts anderes übrig bleiben, als hier einfach feige, weil, ne, ihr seht jetzt gerade Patronen, das ist doch jetzt ein schlechter Stand, ey, das ist auch, ich muss sagen, ich hab's, glaube ich, im Stream gesagt. Ich bereue, also ich weiß nicht, ob ich es im Stream gesagt habe gestern, aber ich bereue es, dass ich das auf normal gestellt habe, also sagen wir mal auch schwer, weil, okay, man hat jetzt die Herausforderung, ja, stimmt, aber für ein Let's Play, es ist schon scheiße, den Leuten, ne, also mir jetzt beim Sterben zuzusehen, ich guck mal, wenn es zu langatmig wird, dann, also, Moment. Wir rennen durch. Uah, lass mich. Lass mich. Leute, was? Lass mich doch mal durch hier. Scheiße! Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Moldet. Diese Kreaturen sind sehr widerstandsfähig. Um sie aufzuhalten, müssen sie ihnen entweder den Kopf abtrennen
oder ihren Körper komplett zerstören. Hätten wir da mit dem Messer eine Chance? Hätten wir da wirklich mit dem Messer jetzt eine Chance? Das ist das, was ich mich so ein bisschen frage. Aber gut. Man kann es ja versuchen. Weil den anderen haben wir jetzt gut abgerichtet. Das Problem ist, der andere hat uns sehr schnell angefallen. Deshalb sollten wir gucken. Das Problem ist, da waren gerade drei von denen. Drei. Und ich habe das ein bisschen unterschätzt. Ich bin noch beim alten Spielstand quasi. Und da jetzt eigentlich... Moment. Also, Moment. Moment. Da kommen wir ja unmöglich dran vorbei. Mit Rückzugsmöglichkeiten und allem. Weil da kommt ja gleich auch noch einer rausgeschossen. Mann. Ja, weil es doch einfach. Komm. Oh, es klappt! Okay, man ist dann ein bisschen aufgeschmissen, was Leben betrifft, aber es ist möglich, es ist machbar. Oh, Leute, wir werden so leiden. Ja, erstmal komm, erst mein Leben, komm. Bis wir Munition haben. Oh, das ist doch so kacke. Wir werden sterben. Komm, wir machen das jetzt Schritt für Schritt. Ich speichere da jetzt ab und sage... Eigentlich ist das ein Fehler. Aber bevor wir die anderen jetzt, ne? Die anderen haben wir jetzt gut abgerichtet. Und wir finden momentan ja nichts anderes. Das ist ja das Problem. Speichern wir nochmal ab. Ein bisschen Zeit haben wir noch. So. Hundeköpfe. Ja. Bitte einmal abspeichern. Danke. Ist schon ekelhaft in diesem. Ich frag mich, was muss mit dieser Familie schief gehen, dass sie nicht merken, dass so komische Schleimhäute in ihrem. Achso. Den sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Muss man nicht, aber man kann es ja, ne? Was ich blöd finde, ist, wir finden nicht genug Chemikalien. Ich würde gerne mehr Chemikalien finden. Wir finden die Kräuter ohne Ende, aber wir finden keine Chemikalien. Ich brauche Chemikalien.
Fuck, ey. Fuck, 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 fuck. Das Problem ist, ihr kommt da jetzt alle gerade raus. Aber das, was wir jetzt hier gerade versuchen, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil... Kein Leben. Ich sollte ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein. Ich werde ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Und du, mein Freund, wirst mir helfen. Irgendwas geht doch hier in dieser Familie vor. Ihr könnt mir noch erzählen, was ihr wollt, aber... Ach, Flintenmunition! Jetzt bräuchte ich halt nur noch eine Flinte. Das wäre natürlich optimal. Ich finde hier eine verdammte Flintenmunition. Oh. Tschüss. Problem ist, ich kann jetzt hier nicht abspeichern. Das wird eine krasse Folge. Das Problem ist, ich finde hier Kräuter ohne Ende. Kräuter. Und Flintenmunition, obwohl ich überhaupt keine Flinte habe. Was soll ich damit? Seht euch das einmal an. Ich habe Flintenmunition 9, Kräuter 2 und... Oh. Ja, armer Deputy. Ich würde noch gerne vorher Pistolenmunition finden. Finde ich hier vielleicht noch Pistolenmunition? Es wäre schön, hier noch Pistolenmunition zu finden. Ja, Schießpulver, aber ich habe keine flüssige Chemikalie. Ich hätte wahrscheinlich nicht auf Leben setzen sollen, ich hätte auf die Munition setzen sollen. Ich weiß. Mit 10 Kugeln. Komm, da sind noch genug Kisten. Oh. Oh. Ah, Jake. Du kommst hier nicht raus. Das war jetzt ein bisschen krass. Natürlich! Oh ja, so ein Kopf.
Problematik für das, was in dir steckt, weißt du? Ach so, ja. Oh, Moment, Moment. Zeig deinen Mann zu stehen, Ethan. Wessen Mann denn? Hm? Na komm, Jake, was für Mann? Na komm. Sag mal was, was. Was? Ich glaube, das bringt hier keinen weiter. Verdammter Hinterwäldler, ey. Wow. Hast du mein Baby bekommen? Was? Das ist nicht Groovy. Oh, das ist überhaupt nicht Groovy! Scheiße! No. Na! Ah, schade. Ja, okay, ich glaube, diesen Kampf können wir trotzdem meistern. Trotzdem. Weil hier müssen wir jetzt nicht unbedingt auf ihn ballern. Das können wir dann an anderer Stelle machen, mit Jack fertig werden. Tja, und der ist zur Hälfte durchgeschnitten. So, trotz alledem nehmen wir aber die Patronen mit. Ich frage mich immer noch, was mit dieser Familie falsch läuft. Aber vielleicht schaffen wir es ja jetzt in diesem Durchgang, Jake zu töten. So. Kopf. Was? Oh. Oh. Ah. Du kommst hier nicht raus. Frag mich, wie du zu dieser Annahme kommst, dass ich nicht rauskomme. Was? Da hat ja wohl jemand Spaß. Was?
Wenn ich... Komm, machen wir mal neu starten. Ich glaube, das ist ja eine automatische Speicherung. Ich hoffe es, weil an dieser Seite, an dieser Stelle würde ich jetzt einen Cut setzen wollen. Ups. Da habe ich jetzt gerade was verpasst. So, vorbei. Ja, ich würde an dieser Stelle jetzt einen Cut setzen. Wir haben es jetzt eigentlich durch die Schleimhaut so mit Not und Mühe geschafft und jetzt kommen wir, jetzt haben wir Jake. Den euren Vater. Ja, und ich würde sagen, wir machen das, wir nehmen das in der nächsten Folge in Angriff. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keins mehr verpassen wollt, dann lasst mein Abo da. Ne? Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ihr... wenn ein neues Video kommt und somit verpasst ihr auch nichts mehr von diesem Letzschlachterei. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu einer neuen Folge Resident Evil 7.